Grönland nach Ausrüstung, nach Besprechung. So, und zwar Schlafabteilung. Dieser besteht aus einem Schlafsack-Inlet. Oh. Frisch gewaschen. Einer Isomatte. Hoppala. Die ich natürlich nicht mit dem blöden Sack mitgenommen habe. Der ist nur zur Aufbewahrung daheim. Einem Zelt, inzwischen wieder vollständig mit Packsack, mit Gestängebeutel, hier dieses Ding hier und schön verpackt. Wir hatten es in der super leicht Ausführung, ohne Gestängelbeutel, ohne Heringbeutel, um 50 Gramm zu sparen. Ich glaube 50 Gramm haben wir insgesamt gespart. Immerhin, hey, 50 Gramm. Und dann hatte ich natürlich noch einen Schlafsack, der ist jetzt hier im Aufbewahrungssack. Hier kann man nochmal Werbung für den entsprechenden Hersteller machen. Ja, das war das Schlafsetup. Ich hatte, fangen wir mal bei der Isomatte an, spaßeshalber, ja extra noch mir eine wärmere Isomatte zugelegt, weil ich langsam festgestellt habe, nachdem ich auch noch nicht so lange mit Down-Schlafsack unterwegs bin, ne, dass ein bestimmtes Phänomen bei Daune auftritt, was man bei Kunstfaser so nicht hat. Zumindest kann ich aus meiner Kunstfasererfahrung berichten, dass das da so nicht aufgetreten ist. Nämlich, wenn man in seinem Schlafsack liegt, dann drückt man ja unter sich die Füllung seines Schlafsacks platt. So. Wenn die platt ist, dann isoliert die weniger. So ist es bei Kunstfaser. Ha? Sie isoliert nicht, sie isoliert weniger. Aber trotzdem sind ja die Fasern vorhanden, die per se eine gewisse Isolation bieten. Deswegen ist ein alter Kunstfaserschlafsack, wo das Bauschvolumen aus der Faser irgendwann raus ist und die Faser mehr oder weniger platt zusammengedrückt ist, nicht mehr so warm wie ein neuer Kunstfaserschlafsack. Aber er ist auch nicht warm. Also er verliert seine Isolation nicht auf Null und du hast im Prinzip bloß eine Plastikdecke, mit der du dich zudeckst, sondern er verliert seine Isolation bis zu einem bestimmten Grad und dann geht es aber nicht mehr weiter runter. Ja? Dann bleibt er immerhin quasi wie eine Decke in der Dicke, so ungefähr. So auf dem Niveau bleibt er dann in etwa. Und wenn du drauf liegst und deinen Schlafsack platt legst, dann hat er auch noch dieses Niveau. Oder von mir aus mag es noch ein bisschen dünner sein, aber er hat noch ein gewisses Isolationsniveau nach unten. Man kann also, wenn es sowieso warm ist, auf einem normalen Waldboden ohne großartige Isolationsunterlage einfach so schlafen, insbesondere mit dem Kunstfaserschlafsack. Daunenschlafsäcke, wenn du die zusammendrückst, dann haben die überhaupt keine Isolation mehr. Ja? Und das ist der springende Punkt. Und deswegen habe ich für den Daunenschlafsack eine wärmere Isomatte gebraucht. Aber jetzt blinkt mein Akku. Jetzt muss ich erst Akku wechseln. Da ich aber keine besonders schwere Isomatte haben wollte, beziehungsweise mein Isomattensystem nicht schwerer machen wollte, ich hatte davor, die kennt man vielleicht, das ist eine Expat Sunmat, ziemlich klein verpackbar, ne? Die hatte ich davor, die ist bis minus 6 Grad ausgelegt. Ich hatte sie mal getestet bei circa minus 5 und ich habe nach unten hin gefroren. Ja? Das ist wahrscheinlich auch nur ein Durchschnittswert, diese minus 6. Also minus 4 bis minus 6, sondern je nachdem, wen man fragt, wie man das sich umlegen lässt und so weiter und so weiter. Ne? Und wie gesagt, es kommt ja auch noch darauf an, worauf man schläft. Ob man jetzt zum Beispiel auf Holz schläft, auf Stein, auf Matsch, auf Eis, auf Schnee, auf Waldboden, auf Wiese und so weiter. Das spielt alles eine Rolle. Holz zum Beispiel ist sehr, sehr, sehr gut. Stein ist ziemlich, ziemlich schlecht, ne, vom Isolationswert her. Und je nachdem, wie gut die Matte isoliert, kann es dann mal sein, dass man im Laufe der Nacht umziehen muss. Zum Beispiel, wenn man vorher auf Stein gelegen hat, auf eine Bank, die dann auf Holz ist. Und das habe ich genau gemacht in der Nacht, wo ich bei etwa minus 5 Grad gefroren habe auf meiner bis etwa minus 6 Grad Matte. Ich hatte davor noch nie Probleme mit dem Ding in dem Kunstfaserschlafsack. Jetzt im Down-Schlafsack schon. Deswegen war es überraschend, weil ich kannte das noch nicht zu diesem Zeitpunkt. Und bin dann halt umgezogen auf den Tisch, genau genommen. Nicht auf die Bank, sondern auf den Tisch.
Dadurch war ich etwas windexponierter. Das wurde dann von oben vom Schlafsack her ein bisschen kühler. Aber unten war es jetzt wieder kuschelig warm. Dann hat die Matte gereicht. So, da ich aber eine Erfahrung bezüglich Isomatte nicht warm genug nicht nochmal machen wollte, habe ich mich jetzt eben dafür entschieden, dass ich eine wärmere Isomatte haben möchte. Da hätte es die Variante von Expat gegeben. Die war aber ein bisschen schwer fürs Gewicht. Die wäre dann bis minus 18 theoretisch gegangen. Und es gab die Variante von Thermarest, die Neo RX Therm, die kleinste und leichteste Ausführung ist das übrigens, sehr klein verpackbar. Die wog so viel wie diese Matte, ist halt von den Ausmaßmessungen her ein bisschen schmaler, ein bisschen kleiner, ungefähr so viel. Das ist gewichttechnisch sehr vergleichbar, das sind irgendwie ein paar Gramm Unterschied, 12 oder sowas. Ist aber von der Isolationsleistung her viel wärmer. Die geht bis minus 21, 22, 23, 24. Irgendwie sowas. So. Und dann habe ich gedacht, ich brauche eine wärmere. Und habe die mir entsprechend zugelegt. Habe sie ein paar Mal im Wald eingesetzt, weil sie vom Material her, das kann man auch schon, glaube ich, allein schon sehen mittels Kamera, die hat ein sehr, sehr robustes Untermaterial. Das macht einen enorm robusten Eindruck und hat auch gute technische Daten, die dazu angegeben werden. Das Untermaterial von dieser Matte sieht jetzt auch nicht unbedingt fragil aus. Ich brauche es euch gar nicht zeigen, glaube ich. Habt ihr oft genug gesehen. Aber das hat schon Löcher gehabt. Das hier nicht. Und ich habe sie wirklich im Wald ohne Unterlage einfach so auf den bucheckernreichen Waldboden mal gelegt zum Testen, weil ich einfach wissen wollte, hältst du das aus oder hältst du das nicht aus? Und lieber stelle ich das daheim im Wald fest, als dann irgendwann auf Tour. Und hat sie problemlos ohne jede Beschwerde. Ich habe auch drauf geschlafen natürlich, ne? Nicht nur draufgelegt und kurz draufgesetzt und wieder zusammengerollt, sondern drauf geschlafen. Hat sie ohne jedes Problem mitgemacht und hat also dann den von mir aus gesehen Robustigkeitstest bestanden gehabt, hat jetzt auch in Grönland überhaupt keine Schwierigkeiten mit gar nichts gehabt. Robust, wirklich also ohne Ende. Da ist euch das Aufblasen. Ich hatte ein Vergleichsvideo gemacht, ihr erinnert euch vielleicht, wenn ihr es nicht gesehen habt, müsst ihr es halt noch angucken. Das Aufblasen ist schon ein bisschen umständlich und was geht bei den Expat-Matten halt viel, viel schneller und Evelyn war immer dreimal fertig, bis ich das Ding aufgepumpt hatte. Aber was soll's, ich habe da sehr gut drauf geschlafen, vor allen Dingen sehr warm drauf geschlafen und würde sagen, ich nehme die auch wieder. Natürlich ist sie ein bisschen schmal für mich, ich passe da gerade so drauf, also die Schultern hängen in der Luft quasi, ne? Die ist ungefähr genauso so schmal, wie ich hier eben entsprechend breit bin. Und das ist etwas gewöhnungsbedürftig, aber geht. Es war nicht so, dass ich da wirklich drunter gelitten habe. Ich habe also wirklich immer ganz gut geschlafen. Dass sie nach unten hin dann nochmal ein bisschen schmaler ausläuft, war noch ungewohnt, weil die Dinger hier sind rechteckig. Die werden nicht schmaler nach unten. Habe ich auch ein paar Nächte gebraucht, jetzt bei der Langzeitnutzung, um mich daran zu gewöhnen. Aber inzwischen würde ich sagen, das ist absolut zweckmäßig, das Ding. Dafür ist sie halt für ihr Gewicht unglaublich leicht. Quatsch. Für ihre Wärmeleistung natürlich unglaublich leicht. Würde ich also so in dieser Art und Weise wiederverwenden. Es gibt natürlich noch die etwas größere, da könnte man drüber nachdenken, die wiegt 150 Gramm mehr oder irgendwie sowas in der Richtung. Dafür hätte man dann auch erheblich mehr Platz und da könnte man ernsthaft drüber nachdenken. Also wenn ich sie nochmal kaufen würde, könnte man drüber nachdenken. Aber es geht. Es geht auf jeden Fall. Es geht auch gut. Es geht nicht mehr sehr gut. Wenn ihr nicht ganz so groß seid wie ich, ich bin nicht der Allerkleinste, dann habt ihr da wahrscheinlich weniger Probleme. Wenn ihr deutlich größer seid, dann braucht ihr die große. So. Schlafsack Inlet, das gute alte Seidending, das habe ich schon ganz lange im Einsatz, das ist nichts Besonderes mehr. Das einzige Haken ist, ich hätte gerne eins mit, wo man besser erkennt, wo oben ist. Hier ist oben. Das hier ist die Kapuze. Ja, das sieht man in keinster Weise, außer wenn man halt irgendwann mal gelernt hat, dass da, wo diese Bändel hier hängen, dieses Bändel, ne, und dieses Bändel jeweils die Kapuze anfängt. So, und jetzt kann man sich theoretisch den Schlafsack, also das Inlet auch noch zumachen. Das hat nämlich hier einen Klettverschluss und es ist auch gerade zu. Wenn ich das jetzt nämlich weiter hochhebe, dann seht ihr, hier vorne fällt so ein Lappen runter. Also hier müsste man jetzt reinsteigen und das hier ist die Kapuze. Ja? Und hier ist ein einfacher Klettverschluss zum Zumachen. Wenn ich mir das nächste Mal ein Seideninlet kaufe, nehme ich ein bisschen mehr Geld in die Hand und nehme eins, das da einfach mehr Struktur hat, damit man nicht dauernd im Schlafsack, also inzwischen kann ich es, aber ich weiß nicht, wie viele
wie viel Zeit ich damit zugebracht habe, den Eingang von meinem Inlet zu suchen. Auch wenn du gerade versuchst, im dunklen Zelt in den Schlafsack zu kriechen und willst vorher noch in dein Inlet, damit du in den Schlafsack kannst, dann kann es mitunter sein, dass man wirklich eine ganze Weile den Eingang sucht und am Ende nicht weiß, wo die Kapuze ist, und dann hat man die Kapuze hier. ja, Geschichten aus dem Leben. Also, ich will ja gerne ein Inlet benutzen in einem Saunenschlafsack, damit der einfach mehr geschont wird, damit man ihn nicht so oft waschen kann, muss, damit er wirklich nach Möglichkeit vererbbar bleibt. Also ein Saunenschlafsack kann potenziell, ein hochwertiger vor allen Dingen, kann potenziell 20, 30 Jahre halten. Wenn man dann immer schon ein Inlet nimmt, ja, und vorsichtig mit dem Ding ist und ihn immer gut pflegt. Und das möchte ich gerne und deswegen verwende ich auch immer ein Inlet. Das wiegt 120 Gramm. Lässt sich natürlich erheblich kleiner verpacken als, ne, aber das Volumen von dem Ding war noch nie ein Thema. Also das war echt noch nie, hat mich noch nie irgendwie gestört, das ist immer sehr, sehr, sehr klein verpackbar gewesen. Ja, auch die Isomatte, ich habe sie so mitgenommen, noch ohne den Packriemen, wirklich als ultraleichteste Ultraleicht-Variante. Ganz ehrlich, wozu die einen Packsack hat, insbesondere einen so großen Packsack, dass sie da so locker reinpasst und dann ganz locker drin sitzt, das verstehe ich nicht. Da finde ich das Modell Expat echt ein bisschen intelligenter, wo der Packsack so eng ist, dass die Matte dann auch quasi optimal verstaut ist, wenn sie im Packsack drin ist. Natürlich dauert es dann länger, sie da reinzukriegen, aber dafür ist sie dann auch kompakt. Und hier, wenn du sie da super toll eng zusammenrollst und steckst sie in ihren geräumigen Packsack, dann geht sie einfach wieder auf. Das ist also irgendwie kontraproduktiv. Da würde ich mir einen engeren Packsack wünschen. Dazu gibt es noch diesen Pumpsack hier. Den musste ich natürlich mitnehmen, weil den braucht man ja, um das Ding bei niedrigen Temperaturen aufzupusten. Am besten nimmt man nur den Pumpsack, um sie aufzupusten. Habe ich nicht gemacht. Ich hatte manchmal auch keinen Bock, den Pumpsack zu nehmen und habe sie dann mündisch aufgepustet. Das geht aber auch eine ganze Weile. Also kann man sich wirklich sehr streiten, ob da nicht vielleicht der schlechte Pumpsack immer noch besser ist, als selber reinpusten. Für die Matte wäre es sowieso besser, aber manchmal hatte ich keinen Bock, den Pumpsack noch rauszusuchen. Und im Zelt, wenn es ohnehin schon vergleichsweise eng ist, kann man das Ding noch mit dem Mund aufpusten. Mit dem Pumpsack fast nicht mehr. Und das war so der Grund. Aber das hat sie bisher auch noch gut überstanden und ich merke noch keinerlei Delaminierungs- oder Schimmelbildung oder sonst was, was man irgendwie sehen könnte, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist bei der Matte. Bisher. Werden wir sehen. Langzeittest folgt. Jetzt drauf geschlafen. Etwa 20 Nächte. Länger ist es noch gar nicht. So, Zelt. Ganz kurz. Das ist mein Abisko Lightweight Light 2. Hier steht's. Von Fjällräven. Ist ein tolles Zelt, kostet, wenn man es zum normalen Ladenpreis kauft, mehr als dass es wert ist, finde ich. Das Zelt ist super, aber Fjällräven ist mal wieder ein bisschen sehr überteuert. Also man zahlt ja bei jedem Fjällräven-Produkt den Namen irgendwo mit. Bei manchen Produkten sicherlich zum Stückchen weit zurecht. Bei anderen Produkten viel zu sehr. Bei dem Zelt... Unverbindliche Preisempfehlung des Herstellers finde ich einfach echt zu teuer. Man könnte noch 100 Euro wegnehmen und dann hat man einen sehr guten Preis für ein wirklich hervorragendes Zelt. Also das ist schon toll und das habe ich jetzt wirklich auch, lass mal rechnen, ungefähr 60 Nächte im Einsatz gehabt. Ich stelle noch keinerlei Verschleiß fest. Ja? Und das ist bemerkenswert, finde ich. Also das ist echt eine Nummer. Ja? Teilweise auch recht lange in der Sonne gestanden und die Silikonbeschichtung von Silnylon, also silikonisiertes Nylon, ist ja UV-empfindlich. Das heißt, wenn es da dauernd so drauf sonnt, dann geht die das Zelt irgendwann kaputt. Und dadurch, dass es jetzt schon wirklich einiges abbekommen hat an UV-Strahlung und noch keinerlei entsprechende Verschleißerscheinungen aufweist, schon echt toll. Also wirklich, wirklich ein tolles Zelt. Und wenn es jetzt noch länger hält, dann sage ich irgendwann auch nicht mehr, dass es teuer gewesen ist. Also noch 2-3 Touren und dann kann ich echt nicht mehr sagen, dass das teuer war. So. Schlafsack selber. Die Besonderheit vom Daunenschlafsack, dass er halt nach unten hin quasi gar nicht isoliert, hatte ich schon erwähnt. Dann war noch was, das muss ich jetzt auch erwähnen, nachdem ich jetzt ein paar Nächte geschlafen habe. Drin, so ungefähr 40-50 würde ich sagen, Nächte jetzt hier drin, nicht ganz, sagen wir mal 35, komm, sagen wir mal 35, stapeln wir lieber tief als hoch, muss ich jetzt sagen, Schlafkomfort
10 von 10. Absolut 10 von 10. Das Ding ist super kuschelig, fühlt sich sofort angenehm an, wenn man reinkriecht. Ist die eigene Bettdecke im eigenen Bett daheim. Ist auch sehr gemütlich, ja. Es ist absolut damit zu vergleichen, finde ich. Also der Unterschied von Schlafsack schlafen zu daheim Bett schlafen ist fast schon nicht mehr vorhanden, wenn man hier drin liegt, ja. Temperaturbereich, minus 3 steht drauf. Minus 4 ging noch ganz gut. Hätte ich noch eine wärmere Isomatte gehabt, wäre es sogar noch etwas besser gegangen. Nachdem ich jetzt ein bisschen mehr gelernt habe, wie ich da drin zu schlafen habe, würde ich auch sagen, dass minus 5 noch funktioniert wahrscheinlich. Also insbesondere in einem Zelt in windgeschützten Bedingungen. Wenn man nicht windgeschützt liegt, wenn man wirklich quasi bivakiert und der Wind über einen drüber pfeift im Schlafsack, minus 2, minus 3 tatsächlich so die Grenze. Bei starkem Wind natürlich noch mal ein bisschen erheblich mehr. Weniger kann man nicht sagen, weil das wäre dann also mehr, sprich 0 oder irgendwie sowas um den Dreh, würde ich jetzt sagen wollen. Liegt daran, dass der Schlafsack relativ weit geschnitten ist. Das ist übrigens, das sollte man noch dazu sagen, ein Terralight. Ja, der heißt so. Und der ist relativ breit geschnitten. Das brauche ich auch, weil ich in die Ultralight-Dinger, in die super körperbetonten Mumienteile einfach nicht reinpasse. Dafür bin ich zu breit im Schulterbereich. Vom Schulterbereich her passe ich nicht rein. Nicht, dass ich da irgendwie stolz drauf bin. Lieber wäre es mir, wenn es nicht so wäre. Ich würde ja gern so einen verdammt super engen, super effizienten Schlafsack nehmen, aber passe ich nicht rein. Keine Chance. Ja? Das ist für mich einfach keine Möglichkeit. So, das heißt, ich passe hier deswegen gut rein, weil der obenrum schön weit ist. Er ist aber auch untenrum relativ schön weit. Also im Fußbereich ist es wieder angenehm, dass man so ein bisschen mit den Zehen wackeln kann und so weiter. Da finde ich den Platz ganz angenehm. Wo ich den Platz nicht bräuchte, wäre an den Knien. So, oder im Bereich Hüfte, ne? Hinterteil. So zwischen Hinterteil und Knien ist er mir etwas zu weit. Den Platz brauche ich nicht. Wenn ich jetzt bei niedrigen Temperaturen optimal warm in diesem Schlafsack schlafen möchte, muss ich quasi, während ich drin liege, so ein kleines bisschen was einfalten und mich da drauf hocklegen mit dem Arsch quasi, ja? Damit einfach der Hohlraum, der da entsteht, weil ich nicht fett genug bin, um es mal deutlich zu sagen, damit dieser Hohlraum nicht so sehr vorhanden ist. Ja? Weil wenn da viel Raum ist, viel Platz in der Hülle, dann muss ich auch viel Platz aufheizen. Und wenig Platz aufheizen ist einfacher als viel Platz aufheizen. Deswegen wäre es halt einfach eine gute Idee, wenn man so eine kleine Falte reinmacht und die dann platt liegt, damit der Schlafsack schön eng anliegt. Und dann ist es auch erheblich wärmer drin. Das hat eine Weile gedauert, bis ich das rausgefunden habe, weil ich ja normalerweise gerade bei kalten Nächten denke, musst du dein Inlet verwenden. Aber gerade bei kalten Nächten lasse ich das Inlet dann gerne mal weg, weil es tatsächlich wärmer ist, gemütlich eben diese Falte einklappen zu können und weniger Platz im Schlafsack zu haben, also weniger Raum zum Aufheizen zu haben, ist wärmer als ein Inlet zu verwenden, was zusätzlich auch nochmal ein bisschen Wärme bringt, ja. Da macht man seine Erfahrungen im Laufe der Zeit. Das heißt jetzt nicht, dass dieser Schlafsack nicht super toll wäre. Der ist super toll. Vor allen Dingen wiegt der 800 Gramm und ein paar zerquetschte. Obwohl er so schön groß und so schön geräumig ist. Und wenn ich die Temperaturen relativ mild sind, so 5, 6, 7 Grad oder sogar noch drunter, meinetwegen auch, nur so, auch noch bei 3 Grad oder sowas, ist der zusätzliche Platz, den ich da drin habe, sehr, sehr angenehm. Auch mal zum Umdrehen als Seitenschläfer, als Rückenschläfer, als Bauchschläfer. Eigentlich für jeden empfehlenswert. Der Schnitt ist sehr, trotzdem, wenn man ihn richtig zumacht, so körperbetont, dass sich der Schlafsack beim Umdrehen meistens mitdreht. Das heißt, man dreht sich nicht in der Kapuze, sondern die dreht sich meistens relativ angenehm mit. Wenn man dann noch ein kleines Kopfkissen drunter legt, dann hat man es einfach super gemütlich. Also der Schlafsack, absolut top. Absolut top. Und worüber ich mir auch noch Sorgen gemacht hatte, bevor ich ihn jetzt viel im Einsatz hatte, insbesondere jetzt in Grönland natürlich im Einsatz hatte, wie empfindlich ist denn der? Weil ein Down-Schlafsack ist per se empfindlicher als ein Kunstfaserschlafsack. So, wenn es jetzt wahnsinnig viel Kondenswasser gibt oder die ganze Nacht über regnet und man im Zelt dann irgendwann so ein bisschen in eine Tropfsteinhöhle hockt, so ein bisschen zumindest, selbst in diesem wirklich sehr, 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 sehr guten Zelt, bleibt es einfach nicht aus. Es ist halt nun mal Physik. Irgendwann hat jedes Zelt Kondenswasser. Es ist so. Ja? Je nach Situation, wenn kein Wind geht, wenn es halt feucht ist von der Umgebungsfeuchte her, da hast du keine Chance. Kann die Lüftung noch so ausgeklügelt sein? Lüftung braucht Wind. Ja? Sonst funktioniert die nicht. So. Und
in solchen Situationen hatte ich dann ein bisschen Sorge. Insbesondere, wenn dann morgens der Regen nicht aufhört und man quasi aus dem nassen Zelt raus zusammenpacken muss und keine Möglichkeit hat, seinen Schlafsack vorher draußen großartig zu lüften. Was ich normalerweise immer tue, einfach weil ich auf Nummer sicher gehen möchte und die Möglichkeit ja vorhanden ist. Da hatte ich mich gefragt, nimmt er mir das übel? Und zweitens, was passiert, wenn ich meinen Rucksack nicht richtig wasserdicht verpacke und der Schlafsack liegt einfach nur unten drin und kriegt ein bisschen Wasser ab, also kommt Wasser auf den Rucksack. Das waren so Sachen, die haben mich einfach so ein bisschen beschäftigt. Was passiert, wenn der Down-Schlafsack etwas nass wird? Ist er dann sofort, nimmt er sofort sämtliches Wasser auf und ich muss erfrieren und er isoliert gar nicht mehr? Und da muss ich sagen, in Grönland keinerlei Probleme gehabt. Bisschen Sorgen habe ich mir drum gemacht, aber es war wirklich überhaupt kein Problem. Und das Trocknen lassen jeden Morgen, das sollte man schon tun. Man sollte nicht aus dem Schlafsack kriechen, ihn zusammenrollen oder zusammenknüllen und sofort einpacken und dann sofort loslaufen. Das sollte man wirklich nicht unbedingt machen. Der muss schon ein bisschen lüften. Aber längst nicht so viel, wie ich dachte. Ja, also man braucht ihn nicht eine Stunde in prallen Sonnenschein legen. Zur Not reicht es auch wirklich einfach, wenn man nicht drauf liegt und ihn irgendwie in einen noch möglichst trockenen Bereich des ansonsten feuchten Zeltes legt, damit er einfach so ein kleines bisschen auslüften kann. Und das langt dann schon, insbesondere wenn man mit Inder drin geschlafen hat, dann hat man ja eh nicht viel Feuchtigkeit in den Schlafsack abgegeben. Und das hat sich jetzt bisher alles als nicht problematisch herausgestellt. Ich denke, nach vielen nassen Nächten und nie die Möglichkeit, den Schlafsack großartig zu trocknen, weil das mache ich dann am nächsten Abend, wenn das Wetter wieder besser wird, oder zumindest bei der nächsten Gelegenheit, wenn das Wetter wieder besser wird, hole ich dann gerne den Schlafsack mal raus und trockne ihn dann nochmal ein bisschen durch, lege ihn ein bisschen in die Sonne. Wenn man das 3 Tage lang gar nicht machen kann, dann weiß ich nicht, ob da nicht vielleicht irgendwo eine Landschaft ist, in der ein Down-Schlafsack einfach eine blöde Idee ist, wo man mit Kunstfaser dann einfach besser bedient wäre, aufgrund der Feuchtigkeitsempfindlichkeit. Aber bisher muss ich sagen, bei meinem Western Mountaineering keinerlei Schwierigkeiten. Ja? Das habe ich bei anderen, bei meinem anderen Down-Schlafsack, der eigentlich auch ein Marken-Down-Schlafsack war, habe ich da ganz andere Erfahrungen mitgemacht. Da hat sich die Daune relativ schnell bei ein bisschen Feuchtigkeit gefühlt, gleich verklumpt und war dann, wenn er wieder getrocknet war, dann ging es wieder einigermaßen, aber so richtig gut war das eigentlich nie. Also bei dem High-End-Schlafsack, die kosten ein Schweinegeld, die kosten mehr als mein ganzes Bett mit sämtlicher Bettwäsche, die ich besitze. Da merkt man dann also an solchen Performance-Werten, dass ihnen die Feuchtigkeit für den Down-Schlafsack erstaunlich wenig ausmacht. Da finde ich, merkt man dann auch irgendwie so ein bisschen die Begründung für den Preis, was die Dinger kosten. Also bisher absolut zufrieden. Ja? Im Rahmen der Nächte, die ich halt eben drin verbracht habe. Jo, das war die Abteilung Schlafen, die Abteilung zu Bett gehen. Ach, und Entschuldigung, eine Sache noch. Ich weiß, wird schon wieder zu lang. Aber ich hatte mir ja beim Kauf auch deswegen dieses Modell rausgesucht, beziehungsweise einen teuren rausgesucht, weil ich es nicht ertragen kann, wenn mein Daunenschlafsack Daunen verliert. Und ich habe bei allen anderen Herstellern bloß gefunden die Angabe daunendichtes Außenmaterial. Kein Mensch hat geschrieben, daunendichtes Innenmaterial, außer Western Mountaineering. Nur die haben gesagt, sie haben auch daunendichtes Innenmaterial. So, und inzwischen kann ich bestätigen, das eigentliche Material hier, das ist daunendicht. Da geht nichts durch. Da geht auch keine Feder durch, da geht gar nichts durch. Aber die Nähte, es gibt kein 100% immer dichten Schlafsack auf dem Markt. Den gibt es wohl wirklich gar nicht. Durch die Nähte kann ein Federkiel von den wenigen Federn, die da drin sind, das sind ja nicht viele, 95% ist Daune, weniger als 5%, also mindestens 95% Daune, weniger als 5% Federn hier drin, garantiert, sagen sie zumindest. So. Und von diesen 5% Federn kommt es hin und wieder mal vor, dass der Kiel einer Feder durch die Naht sticht. So, und dann hängt der so halber draußen. Da muss man Folgendes tun, warte, das kann ich auch noch mal kurz vormachen. Wo ist denn hier oben? Da ist oben. Wenn man jetzt zum Beispiel hier eine Feder rausgucken würde, hier, ne? Dann musst du einfach hingehen und von der anderen Seite reingreifen, schön ins Material und versuchen, die Feder, die hier aus der Naht rausragt,
von innen wieder reinzuziehen, ja, reinzuzupfen. Das geht, wenn man das ein paar Mal gemacht hat, ganz einfach und dann ist die Feder wieder drin und dann ist das Problem gelöst und damit wird das Loch quasi wieder versiegelt und so schnell kommt da auch keine Feder wieder raus. Ich habe mal versucht zu merken, wo mal eine Feder rausgestanden ist und es ist bisher nicht vorgekommen, dass ich irgendwie zuordnen kann, dass die Feder an der gleichen Stelle nochmal irgendwie rausgestanden wäre oder eine andere Feder. Ja? Also das klappt wirklich ganz hervorragend und ich habe mal einen Federkiel komplett rausgezogen. In der Gebrauchsanweisung stand, das soll man auf keinen Fall machen, weil dann kommen ein paar Daunen hinterher. Ja, und genau das ist passiert. Dann kommen wirklich so 3-4 Daunen hinterher und du hast gefühlt das Gefühl, dass gerade hier sämtlicher Inhalt deines Schlafsacks nach außen schießt. Es waren 3 oder 4 Daunen, ja, die wiegen 0, irgendwie 1 Gramm oder was. Und 800 Gramm, wie viel Gramm, 500, 600, weiß ich nicht, Gramm Daune sind drin im Schlafsack. Also sollte das keinen spürbaren Wärmeverlust, Isolationsverlust ausmachen. Aber ich habe es bereut. Ich werde das nie wieder tun. Ab sofort ziehe ich jeden Federkiel wieder schön rein. Wie viele sind das pro Nacht? 2. Ja, in etwa. Also Zeitaufwand am nächsten Morgen zur Schlafsackpflege, zum Wiederreinziehen von Federkielen, die rausgucken. Eine Minute? Vielleicht eine Minute, wenn man sich ein bisschen ungeschickt anstellt. Sagen wir 2 Minuten, wenn man ich ist. Für alle anderen 1 Minute. Und dann ist das Ding wieder so gut wie neu. Und dann hat man auch keinen Isolationsmaterialverlust. Das sieht bei Evelyns Schlafsack. Der ist auch nicht schlecht, ja. Sieht das ganz, ganz anders aus. Und auch das ist, glaube ich, wieder so ein Faktor. Wenn man das haben möchte, das braucht man ja nicht unbedingt, ja. Davon geht die Welt nicht unter, wenn du mal 1 oder 2 Gramm Daune verlierst in 20 Nächten oder was. Davon geht die Welt wirklich nicht unter. Aber wenn man das partout nicht haben kann, wenn einen das so sehr stört wie mich, ich kann das nicht haben, dann ist das eine gute Wahl. Ja, weil damit kann man tatsächlich den Daunenverlust auf quasi nicht existent, also auf wirklich nicht existent, wenn man immer schön aufpasst, runterdrücken. Und es ist nicht schwierig. Es ist wirklich nicht schwierig zu bemerken, ob da jetzt was raussteht oder nicht. Und ich hatte einmal Angst, als ich Daunen im Zelt gefunden habe. Oh Gott, wir haben Daunen verloren. Aber das war alles von Evelyns Schlafsack. Ich habe nämlich im Vergleich, also als ich ihn dann schon eine Weile hatte, hatte ich auch ein paar Nächte alleine geschlafen. Und da habe ich nie Daunen im Zelt gefunden. Immer nur, wenn Evelyn dabei war mit ihrem Daunenschlafsack. Also, ja, das war die Übernachtungsausrüstung. Kostet zusammen Schweinegeld. Das will ich jetzt gar nicht verhehlen. Ja, also das ist jetzt nicht zum Kauft euch das auch. Ganz bestimmt nicht. Da müsst ihr schon wissen, ob ihr das braucht, wenn ihr das haben wollt. Aber dann kann ich nur Bestes berichten von Abisko Light 2, von der Neo Air X-Therm, von meinem, ich habe keine Ahnung mehr, was das für ein Inlet ist. Da kann man auch irgendein anderes, das ist scheißegal. Das ist ganz ehrlich, das Inlet ist egal. Und im Western Mountaineering Terralight, der so bei 530 Euro gehandelt wird, das Zelt, da bist du bei irgendwie was um die 600. Die Isomatte, die ist noch das billigste, die kriegst du irgendwie, ich glaube, bei 120 oder was geht's los. So ein Inlet, wie gesagt, das ist egal, aber kann man schon Geld für ausgeben, ne? Kann man schon echt Geld für ausgeben. Aber das ist... Zelt kann man jetzt noch einen Hilleberg nehmen, dann ist es noch besser. Aber bei der Isomatte bist du da im oberen Bereich, da geht nicht mehr viel. Also noch teurer werden die nicht. Dann werden sie nur größer, dann kosten sie natürlich auch noch mehr. Aber ist die Frage, ob sie dann besser sind. Tschüss, bis zum nächsten Teil.